Es ist so ein Auf und Ab, aber es gibt mir ganz viel mit ganz unterschiedlichen Leuten zu trainieren. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich lerne mich jede Sekunde irgendwie besser kennen und habe ganz viele schöne, intensive Momente von Verbindung irgendwie. Das denkt man vielleicht so von außen gar nicht, wenn man das Thema macht, aber das ist ganz familiär irgendwie so. Weil ich mein Leben lang nach einer effektiven Selbstverteidigung gesucht habe und hier auch gefunden habe. Das ist eine echte Kriegskunst und ich bin sehr beeindruckt davon. Hi, ich bin Benjamin Schön. Manche von euch kennen mich vielleicht auch als den Rapper Punch Arroganz oder als den Tätowierer vom Attitude Tattoo Club, was auch immer. Ich persönlich bin einfach nur hier, weil ich gerne neue Dinge dazu lerne. Ich lerne gerne was über Kampfsport, ich lerne gerne was, wie man die Psyche wieder beruhigen kann. Und die Leute hier haben so viel Geduld. Hier kann man alles rauslassen, was einen bedrückt, und trotzdem wird man wieder aufgefangen. Deswegen bin ich gerne hier. Ich habe schon viele Dinge ausprobiert, aber mich begeistert einfach diese unendliche Steigerung. Hier ist es nicht so, dass immer sozusagen neue Techniken hinzukommen und du kannst eine Technik mit einer anderen austauschen und kannst einfach sagen, alles ist gleich unwichtig oder so und du häufst einfach so einen Berg von Zeug an, sondern hier ist es so, du bewegst dich wie in so einer Spirale und steigst immer weiter auf und wirst immer besser. Du kannst das gleiche Zeug nehmen und zu einer unglaublichen Perfektion bringen. Und das finde ich super spannend, diese winzigen kleinen Bewegungen, die man teilweise macht, auch die Art und Weise, wie das dann auf den eigenen Menschen verändert, wie es den Körper weicher macht, den Menschen sensibler macht, die Psyche verändert und einen zum Schluss sogar dazu bringt, den Charakter zu verändern. Und gleichzeitig, obwohl es so ist, je mehr man es trainiert, merkt man so durch diese Feinheiten, dass es ein unglaublich geiles Kampfsystem auch ist, ja? Was weich ist und irritierenderweise gleichzeitig unglaublich hart. So, man kann sich plötzlich an alles anfangen anzupassen, hat immer so die ideale Balance und das ist absolut erstaunlich. Ja, ich trainiere Solovyov Defense mit voller Begeisterung und am meisten fasziniert mich diese Entspanntheit, diese Detailliertheit in Bewegung. Und eigentlich, obwohl ich professionelle Tänzerin früher war und dachte, ich habe schon Koordination und ich kenne meinen Körper und kann mich auch entspannen und sozusagen Muskeln gehören mir, aber in Wirklichkeit, was man hier im Training erlebt, ist einfach Wahnsinn. Natürlich Selbstverteidigung und Kampfsport, auch ein anderer Aspekt, aber auch für Leute, die sich nicht für Selbstverteidigung interessieren, das ist einfach, sich neu kennenzulernen. Ich fühle auch danach auf der Tanzfläche, bewege ich mich viel besser als früher, obwohl ich schon auf professionellem Niveau war. Im Training begeistert mich erstens die Art und Weise, man lernt seinen Körper kennen, die Sensibilität, die man entwickelt. Das ist auch eine Sache, die sich sehr positiv in dem Alltag auswirkt. In 5 Jahren noch besser als jetzt, auch wenn ich vielleicht körperlich sozusagen jetzt nicht die Blütezeit mehr vor mir habe. Also das ist einfach eine Sache, die eben nicht auf Kraft basiert oder auf 3 Tricks, die man braucht oder so. Also Falco ist da, die Instruktoren, die einem helfen. Wie gesagt, der Wechsel der Sparringspart ist einfach so viel, was man mitnehmen kann, so viel Input. Ja, es ist einfach ein toller Sport, muss man wirklich sagen. Macht echt Spaß. Aus Interesse angefangen und einfach jetzt immer dabei geblieben. Ich wollte mich einer Sache widmen, die sehr zart ist. Und witzigerweise ist das für mich das Thema. Also das ist für mich ein Fluss von Lebendigkeit. Also lebendiges Denken, lebendiges Bewegen, fühlen, aber Kräfte fühlen. Und ich möchte mich gerne mit diesen Kräften verbinden. Ich bin begeistert von dieser Methode und ist der beste Ort, das zu lernen. Ich lerne sehr viel über Entspannung und Hingabe. I'm Cheng Ayan from Tahiti. I'm here for this seminar because I've been studying Sistema in Tahiti and I found this approach very interesting for me.
I would like to change my life with the Sistema, and it's really my main goal to change my life. This is my third or fourth. This is my third or fourth of a seminar in Berlin, and the more I do the seminar, the more I find it very interesting.